Hallo Leute, hier ist euer Ali Sophia mit einem neuen Let's Play Projekt Super Mario Advance 4, auch besser gesagt als Super Mario Bros. 3. Bei dem kann man halt auswählen, ob hier Mario Bros., das Classic Game von früher, oder Super Mario Bros. 3. Da wir Super Mario Bros. 3 Let's Playen, würde ich sagen, fangen wir mit Super Mario Bros. 3 an. Ihr denkt euch, wieso ich überhaupt noch ein Let's Play starte. Das ist, wenn ich schon jetzt Game Boy Emulator habe und ich sogar schon ein paar Spiele drauf habe, habe ich mir schon dabei gedacht, wenn ich schon GBA Spiele, jetzt zum Beispiel Mario Kart Super Circuit, was noch läuft, auch gerade Let's Player. Keine Angst, die 3DS Let's Plays kommen auch noch, aber das vielleicht nicht so häufig, weil ich jetzt darauf fixiert bin und hoffe, dass es auch da ein bisschen gut ankommt. Die Spiele, die sind jetzt zwar nicht jetzt so neu, sag ich mal, weil Game Boy Advance ist jetzt schon mehrere Jahre her. Und ja, also ein Versuch ist es ja wert. Mal schauen, ob das bei euch so gut ankommt, sag ich mal. Das Spiel kenne ich auf jeden Fall schon. Wir fangen mit Mario an. Wie gesagt, das Spiel kenne ich halt schon. Ich kenne aber nur die Remake-Version, weil wo das rauskam, das war, glaube ich, soweit ich weiß, kam das für NES raus. Und hier auf dem Game Boy Advance wurde es nochmal geremaked. Hier heißt es halt Super Mario Advance 4. Zwar halt auch Super Mario Bros. 3. Aber man kann da halt zwei Spiele aussuchen. Mario Bros., also wie halt gerade erklärt, aber ich erkläre es gerade nochmal, weil, keine Ahnung, mal schauen. Mario Bros., Klassiker und halt Super Mario Bros. 3. Ich mach vielleicht mal ein kleines bisschen leise oder so. Ich weiß ja nicht, ob man mich da versteht, aber zur Sicherheit habe ich mal ein kleines bisschen leise gemacht. Und lange genug geredet, fangen wir an mit Welt 1.1. Hier haben wir ein Wario im, keine Ahnung, also Pilzkönigreich ist es auf jeden Fall schon mal nicht. Hier haben wir einen Pilz, den werden wir auf jeden Fall benutzen. Und bei dem, das ist auf jeden Fall nicht im Pilzkönigreich und wir lassen uns treffen. Ja, wie geil. Wenigstens ist hier nochmal ein Pilz drin. Nein, wir lassen uns hier nicht jetzt nochmal treffen. Zerstören ein paar Goombas, vor allem du bist am meisten nervt. Na komm schon her. Nochmal, komm schon. Haben wir es auch geschafft. Um nochmal ein paar Sachen zu erklären. Wir sind ja auf jeden Fall in Welt 1.1. Wir können so die Mario-ähnliche Dinge laufen, rennen, springen natürlich, ducken. Ja, links, rechts laufen. So halt die Mario-ähnlichen Sachen auf jeden Fall, die wieder zu finden sind. Wir haben eine kleine Leiste da unten. Auf jeden Fall, ich kenne auf jeden Fall Welt 1.1. Also, so wo wir jetzt gerade stehen, müsste auch gleich vorbei sein. Also, wir haben zwar jetzt nicht so viel Zeit, aber bin ich jetzt gerade eher am Erklären. Wenn halt nicht mehr so viel Zeit ist, dann renne ich halt. Bei Super Mario Bros. 3 ist es auf jeden Fall so. Ah ne, ich wollte ja die Leiste erklären, genau. Wenn wir rennen, vor allem wenn wir in diesem Waschbär-Kostüm drin sind, beziehungsweise wenn man dieses Blatt da aufsammeln, was man eigentlich hier rausbekommt, wenn man Super Mario ist, also so genau gerade in der Form, können wir halt hier, wie halt hier, rennen. Wenn man aufgefüllt ist, kann man halt fliegen, aber hier kann man halt übelst hochspringen. Und ich habe mich schon wieder treffen lassen. Fängt ja gut an im ersten Part. So, weg damit. Nein. Oh, das war wieder übelst knapp. Wenigstens bekommen wir da immer Pilz. Das freut mich wenigstens ein bisschen. Die Leiste habe ich euch erklärt. Welt 1.1. Ja, genau.
Hier, also früher gab es noch keine Starcoins wie jetzt in den neuen Mario-Teilen. Früher konnte man einfach durchwaschen, wie man lustig ist. Und Welt 1.1 haben wir bestanden. Wie ihr auch gerade auch unten rechts oder gerade eben auch gesehen habt oder so, haben wir solche drei. Ich weiß ja nicht, was sind das für Teile? Stand auf jeden Fall da Card. Also gehe ich davon aus, dass es solche Karten sind. Drei Karten sind's. Immer wenn man Level abgeschlossen haben, ist immer so ein Zufallsteil da. Wenn man das halt berührt, kommt dann entweder, keine Ahnung, mal Pilz, Blume, Stern und so, je nachdem halt was raus. Wenn man halt davon irgendwas gut oder so haben, bekommen wir immer entweder ein Up oder drei Ups oder sogar fünf Ups oder so, glaube ich. Fünf Ups ist, glaube ich, das höchste. Ich glaube, bei drei Sternen oder so. Besser ist es, wenn wir immer gleich sind. Also bei den Items und so, bei den Karten halt da unten, ne? Eben da dreimal Stern, dreimal Pilz, dreimal Blume und so. Ich glaube, da bekommt man übelst viele Ups, aber ich bin mir da gerade nicht sicher. So, da kommen wir hier auch direkt mit Welt 1, 2 anfangen. Diesmal Welt 1, 1. Oh, Junge! Nee, ich mach die jetzt nicht platt, ich hab grad Schiss. Ich glaube, ich muss mal besser aufpassen, ey. Weil sonst wird Part 1 ein richtiger Fail-Part. Und darauf habe ich keinen Bock, weil sie wollen ja nicht gleich in der ersten Welt down gehen, oder? Oder wollen die Fails sehen? Dann mache ich das auf jeden Fall nicht mit Absicht, ey. Das wäre ja dumm. Wir benutzen mal diesen P-Switch da. Geh mal da hoch. Benutzen die Röhre. Und das ist nur so ein kleiner Secret-Room mit Münzen. Mehr ist da nicht zu finden. So, wir sind ja jetzt hier zurückgekommen. Deswegen Notenblöcke gab es ja auch. Eigentlich ganz okay, aber ein bisschen schwierig, finde ich. Deswegen, also es ist jetzt nicht, na, also ich hasse die jetzt zwar nicht, aber die sind ein bisschen ungewöhnlich, finde ich. Und damit haben wir jetzt auch schon Welt 1, 2 geschafft. Weiter geht's im dritten Level. Auch ein normales. Mal schauen, was es hier so alles ist. Ach, hier Bumerang-Brüder. Na, Bumerang-Brüder, ich habe mich gerade nochmal treffen lassen, aber ist jetzt gerade egal. Da habe ich mich hier nochmal treffen lassen und schaffe ich es auch mal. Hey, ich drücke doch die ganze Zeit. Alter, schaffst du es jetzt? Jetzt. Danke. Danke. Nein. Kein Kommentar. Wir machen einfach weiter. Jetzt ein bisschen mehr Concentration. Deswegen halte ich mal kurz meine Klappe. Ah ja, hier genau. So ein Secret-Notenblock. Da war doch auch irgendwas. Warte mal. Was war das nochmal? Egal, ich werde es schon sehen. Ja, genau, das war so ein kleiner Secret-Gang da. Aber mehr war da halt nicht, außer Münzen. Mehr ist da nicht. Also, das Spiel ist zwar cool, aber naja. Na okay, was heißt cool ist es zwar schon zu den damaligen Zeiten oder so. Auf jeden Fall finde ich das besser als das Originale. Das ist zwar auch das Originale, aber das ist halt geremaked. Und wir bekommen wenigstens ein Abbekommen dafür wenigstens. Gehen wir mal ins Pilzhäuschen und so. Hallo, wähle eine Truhe. Ihr Inhalt war dir auf deinem Weg nützlich sein.
Ob die nützlich sein wird? Mal schauen, was nehmen wir denn von der Truhe? Drei Stunden später, ich habe immer noch nichts ausgesucht. Ich nehme einfach irgendwas. Das war eine gute Wahl. Dann mal schauen, ob wir noch 1-4 noch schaffen. Dann würde ich auch sagen, war es das dann auch für den ersten Part. Und gerade muss Calling Level kommen. Ja, wir lieben doch alles Calling Level, nicht wahr, Leute? Ah, ja, wie wir sie nicht lieben. Und was war das? Das war ja mal überhaupt nicht behindert. Nö. Naja, okay, das muss jetzt nicht behindert sein. Das war jetzt schon ein bisschen voll die Verarsche, ey, gerade. Nee. Also hier muss man. Sonst Calling Level, aber bei dem Level muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man nicht gerade ein bisschen dumm auffällt. Deswegen muss man schon ein bisschen warten, aber hier, damit die Plattform runterkommt. Ich wollte gerade alle Münzen aufsammeln, ja. Münzen, geil. Plattform zu Plattform. Wow, der war knapp. Gehen wir mal in die Röhre rein und ich weiß ja nicht, ob das Level weitergegangen ist, aber ist egal, wir haben es geschafft. Dann würde ich sagen, war es für den ersten Part mit Super Mario Bros. 3. Dann. Achso, nee, ich hab das ja schon fast. Sag's einfach nochmal, passt schon. Dann würde ich das jetzt mal sagen, was ist heute? Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Super Mario Bros. 3. Bis zum nächsten Mal, euer Alles4. Ciao, Leute. Haut rein.